Ist ja echt schon lustig, kam am Freitag raus, die CD, die neue, inzwischen sechste CD. Da war ja Valentinstag, war das Zufall oder war es Absicht? Eigentlich Zufall, ich glaube meine, weiß, ja, doch auf jeden Fall Zufall, aber ein schöner Zufall. Meine Stimme ist so kaputt. Ja. Kleine Vorgeschichte, heute Morgen gab es ja schon vor 20 Minuten hier so einen Mini-Auftritt und gestern ist Annette Louisanne mit Stimme ins Bett, aber heute Morgen ohne aufgewacht, darum ist das heute ein bisschen schwer und es stehen noch ein paar Konzerte an in dieser Woche. Was macht man da eigentlich als Künstler, wenn die Stimme auf einmal weg ist? Also ich hatte das wirklich noch nie, von daher habe ich überhaupt keine Erfahrung, aber ich gehe gleich zum Arzt und dann gibt es da bestimmt irgendwas. Es wird auch schon langsam ein bisschen besser. Und die Künstler sind ja auch alle wahrscheinlich versichert und die ganzen Tourmenschen, aber das ist nicht ihr Problem, das müssen die alles regeln, ist doch klar. Auf jeden Fall, und ich hätte wahnsinnig gern live gespielt, ja, das mache ich ja sonst immer. Und ja, aber das, man kann sich ja schon anhand der Stimme vorstellen, dass das richtig schön ist. Ich finde aber, es klingt, also eigentlich klingt es ganz sexy. Aber ja. Stimmt, ich müsste ein bisschen umschreiben. Wir wollen die Stimme nicht zu sehr strapazieren. Welchen Song aus dem aktuellen Album hören wir uns jetzt an? Dein Ding. Dein Ding. Ende März auf Tour. Annette Louisanne, meine Damen und Herren. Und wir sehen uns morgen ab 5.30 Uhr. Einen schönen Tag. Machen Sie es gut. Du hast nachts an meiner Tür geschellt, wolltest rein in meine Welt. Dingeling, ding, ding. Dingeling, ding, ding. Hab dir Bettchen in mein Herz gebaut, meine Katze hat miaut. Sie war nicht dein Ding, war wohl nicht dein Ding. Einem Menschen auf den Grund zu gehen, um ihn besser zu verstehen, das ist nicht dein Ding. Dingeling, ding, ding. Die Details unseres Zusammenseins, das war alles nicht so deins. Aber jetzt, schau mal ins Netz. Ich hab dein Ding gepostet. Es kam kein Kommentar, ich hab dein Ding gepostet. Jetzt wird mir alles klar, zwei Leute haben's geteilt. Mit dem Rest der Welt, das ist dein Ding, aber keinem gefällt's. Vor dem Mittagessen aufzustehen, nur um frühstücken zu gehen, das ist nicht dein Ding, gar nicht dein Ding. Eine Kneipe in der Innenstadt, die keinen Fußballsender hat, das ist nicht dein Ding. Dingeling, ding, ding. Über irgendeinen Schatten springen, dazu kann man dich nicht zwingen, das ist nicht dein Ding. Dingeling, ding, ding. Die Details unseres Zusammenseins, das war alles nicht so deins. Aber jetzt, schau mal ins Netz. Ich hab dein Ding gepostet.